So, herzlich willkommen zu unserer letzten Veranstaltung für dieses Wochenende, die Bits und Bäume Abschlussveranstaltung. Ich habe den Titel leider vergessen, Anfängerfehler. Ich freue mich total, dass ihr heute hier seid, dass noch so viele da sind. Es war ein sehr bewegtes Wochenende, würde ich sagen. Ja, genau. Ich bin Lena vom Konferenzbüro und habe mit Jasmin Okay. Ja, den Applaus möchte ich gern teilen mit all unseren Engeln und unserem Konferenzbüro Jasmin und Lea. Okay, ich sehe, die Feierlaune ist groß. Keine Sorge, wir haben auch eine fette Party am Ende geplant. Also es kann danach auch weitergehen. Das ist jetzt alles, was ich eigentlich am Ende sagen wollte, aber wir können auch damit gern anfangen. Genau, ich habe die Programm-AG ja die letzten Monate moderiert und freue mich umso mehr, heute nochmal hier ein letztes Mal, euch hier durchmoderieren zu dürfen. Und würde kurz mit meinen 5 Top-Horrors und Top-Highlights anfangen, weil viele wussten das vielleicht von euch noch nicht, aber 2 Wochen vor der Konferenz hatten wir weder Möbel noch Technik. Und ein großes Dank an VOG, dass ihr das für uns hier noch alles gewuppt habt und wir so viele Räume sogar auch streamen konnten, so spontan. Vielleicht haben die einen oder anderen unseren verzweifelten Ruf nach einem Lkw-Fahrer 2 Tage vor der Konferenz gelesen, weil es keine Getränke mehr gab. Wir haben tagelang hier die Schlüssel immer wieder gesucht, weil man nicht wusste, wer hat den denn jetzt? Wie kommen wir in die Räume kurz, bevor es losgeht? Und natürlich die stundenlangen Treffen mit dem Orga-Kreis die Woche vorher. Aber es gab auch schöne Sachen. Wie ihr gesehen habt, ganz viele helfende Hände, 17 Programmräume auf 2 Gebäuden, 2 Stockwerken. Wir hatten 2500 Leute, die teilgenommen haben als SpeakerInnen, als Engel, als Teilnehmende, als Kulturschaffende. Wir hatten ein Awareness-Team oder wir haben ein Awareness-Team, super coole Kollektive für die Küfer und die Bar, die uns hier mit Essen und Trinken versorgt haben. Ganz viele interessante Stände, eine Big Band, DJs, Theater und genau. Im September ist gefühlt das KB jede Woche um eine weitere Person gewachsen, was sehr hilfreich war. Das KB ist das Konferenzbüro. Und genau, mein Highlight persönlich war unsere Bits und Bäume WG in Lüchen, wo die Zuckerwatten-Idee entstanden ist für den Abend heute. Genau. Ich möchte gerne auch von euch hören, wie war denn eure, wie habt ihr die Konferenz wahrgenommen? Wir hatten nämlich ein Dokumentationsteam, die rasenden ReporterInnen, die unsere Konferenz begleitet haben in 3 Formaten. Es gab Berichte zu den Veranstaltungen, es gab das Format Behind the Scenes und 3 Fragen an eine Person. Es sind spannende Blogbeiträge entstanden, 30 bis 35, die im Laufe der nächsten Woche noch online gestellt werden auf unsere Webseite. Falls ihr nicht alles mitbekommen haben solltet bei 17 Räumen, seid ihr herzlich willkommen, euch das noch im Nachhinein durchzulesen. Und genau, wir möchten gerne von den RasenreporterInnen eine Stimme hören. Wer ist das denn eigentlich? Wer ist die Person, die... Du bist das, super. Genau. Hast du Lust, uns zu erzählen, einen kleinen Eindruck von dir zu geben, wenn du magst, du kannst auch Nein sagen.
Das Mikro kommt. Genau, was hat dich berührt? Was hat dich nachdenklich gemacht? Und was nimmst du mit aus dieser Konferenz? Vielen Dank. Ja, also ich bin Christian. Ihr werdet meine Beiträge noch lesen. Die sind noch nicht online. Ich schreibe zu langsam, also das lerne ich hoffentlich noch. Aber mich berührt erstmal, dass so viele Menschen hier sind, die zusammenkommen zu einem Thema, was ja für mich eigentlich das Essentielle ist. Nur so können wir glücklich und zufrieden zusammen weiterleben auf diesem Planeten, wenn wir nachhaltig agieren. Und da können wir halt die Digitalisierung nicht ausnehmen. Und das war durchweg in allen Sessions, die ich gesehen habe, mit allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das Thema. Wie kann man das verbinden? Wie wird es verbunden? Gibt es irgendwie die Tech-Szene sozusagen oder die Techies und dann die, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen? Ich habe hier den Eindruck, nee, es gibt immer mehr Menschen oder genug Menschen, die das auch beides gar nicht irgendwie auseinanderhalten unbedingt, weil es einfach auch zusammengehört, wie so viele Themen auch. Und mich hat tatsächlich bewegt, dass so viele Menschen da auch einfach mitmachen, freiwillig. Du hast die Engel angesprochen, ich war am Freitag hier schon beim Aufbau mit dabei und wie so viele andere auch. Und hab zum ersten Mal gerne abgewaschen, muss ich sagen. Das hat mir noch nie so viel Spaß gemacht. Wird auch mir nicht mehr so viel Spaß machen wahrscheinlich beim nächsten Mal, also zu Hause. Aber hier weiß ich, wofür ich das gemacht habe, weil es so viele andere Menschen gibt und gab, die dafür halt gekocht haben oder dafür irgendwelche Lampen angehangen haben oder was auch immer, tausend Sachen gemacht haben. Und das berührt mich sehr, und ich hoffe, das wird oder bleibt eine große Bewegung und wird sich nicht auf diese Veranstaltung hier beschränken. Vielen Dank. Okay, danke. So. Hallo, ich bin Frieda. Ich habe die Rasende Reporterin koordiniert und so ein bisschen Redaktion gemacht. Ich habe von einer Reporterin noch ein Statement bekommen, die schon abgereist ist und die euch lieb grüßt. Die hat zum Beispiel das Behind the Scenes gemacht über das Awareness-Team und hat die begleitet. Werdet ihr bestimmt noch lesen. Oder habt ihr schon gelesen? Die schreibt, also Annalena, die schreibt, ich fand es gut, mich aktiv an der Konferenz zu beteiligen und einem weiteren Teil der Dokumentation und Verbreitung der Themen beitragen zu können. Besonders hat mir gefallen, dass ich so noch einmal Einblick hinter die Kulissen erlangen konnte, den ich sonst nicht gehabt hätte. Dabei waren alle Interviewten sehr aufgeschlossen und haben sich Zeit genommen, obwohl sie natürlich auch selbst sehr ausgelastet waren. Außerdem habe ich mich mit den Themen, über die ich berichtet habe, sehr intensiv beschäftigt. Genau. Ja. Und ihr könnt den Blog jetzt auf der Heimfahrt oder im Nachgang könnt ihr noch ganz viel nachlesen und könnt auch schauen, wo ihr nicht wart oder andere Perspektiven auf das lesen, was ihr gesehen und gehört habt. Guckt euch gerne da in den nächsten Tagen noch was an. Genau, dann würde ich noch Carsten bitten, der an der Schnittstelle zwischen dem Trägerkreis und der Community im Trägerkreis vertreten ist, noch kurz. Magst du kurz teilen, wie dein Eindruck war? Ja, also auf die Frage, was mich bewegt hat, würde ich erstmal ganz nüchtern physisch antworten. Die Tatsache, dass die Veranstaltung in zwei Gebäuden stattgefunden hat, hat für ziemlich viel Bewegung gesorgt. Auch die dritte Etage im Hauptgebäude hat nochmal ihren Teil dazu beigetragen. Und auf der Metaebene war es die unglaubliche Fülle von Programmen, von Eindrücken, die man bekommen hat, von unglaublich interessanten Menschen, die man im Vorbeigehen gesehen hat, Gespräche, die sich entwickelt haben, Kontakte. Und was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war, dass an vielen Stellen ja Suffizienz ein sehr zentrales Prinzip der Nachhaltigkeitsbewegung ist und dass wir vielleicht
den Suffizienzgedanke auch auf ein Programm übertragen könnte. Und dass man dann sagt, vielleicht weniger ist mehr, wäre mal so eine Überlegung. Obwohl ich auch überhaupt nicht wüsste, wo man da anfängt, die schmerzhafte Entscheidung des weniger umzusetzen. Und die dritte Frage, was ich gelernt habe. Auch mal. Was nimmst du mit? Was ich mitnehme. Ja, ich glaube, Inspiration, Kontakte und irgendwie Lust, in Zukunft was zu bewegen. Ja, Lust, was zu bewegen, ist ein gutes Stichpunkt, weil wir wollen ja nicht mit der Konferenz aufhören, sondern es ist ein Startschuss. Die Bits und Bäume-Konferenz hat uns gezeigt, die Politik muss noch viel tun. Und die Trägerkreisorganisationen haben sich dafür in den letzten Monaten einen Forderungskatalog überlegt, welche Schritte jetzt passieren müssen, damit wir zu einer sozial-ökologischen Transformation und im Digitalisierungsbereich auch kommen. Und ich möchte euch jetzt herzlich einladen aus dem Trägerkreis. Kommt nach vorne und ja, es wird einen kleinen Pitch geben von jeder Trägerkreisorganisation über ihre Forderungen. Und ja, ihr seid willkommen, hier hochzukommen. Das bin ich. Das ist Maria Lena. Maria Lena. UTK, eine Folie. Ich versuche euch mal hier eine Reihenfolge zu bringen. Super, jetzt macht ihr gut, perfekt. Sie wissen noch nicht ganz genau, welche Organisation Sie zugehörig sind. Habt ihr es? So, ich gucke mal, ob ihr hier auch richtig steht. Ich kenne ja eure Gesichter mittlerweile ganz gut. Ja, super. Okay, gut, ihr habt 2 Minuten. Ihr kennt ja das Spiel aus dem Auftakt schon. Dieses Geräusch heißt, eure 2 Minuten sind vorbei. Bitte das Mikro weitergeben. Es geht los. Okay, hallo, ich bin Lena von der Technischen Uni Berlin und planetare Grenzen achten. Bisher ist es so, die Digitalisierung ist nicht nachhaltig. Wir fordern daher, dass sich eine Digitalisierung im Sinne der planetaren Grenzen ausrichten soll. Wir fordern, dass... Sorry. Yeah. Derzeit, wie sie ausgerichtet ist, so trägt die Digitalisierung nicht dazu bei, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Daher fordern wir, dass die Digitalisierung an ökologischen Grenzen sich ausrichtet. Und wir fordern, dass mehr Transparenz und Standards vorangetrieben werden. Es muss sichergestellt werden, dass Unternehmen beispielsweise ihrer Sorgfaltspflicht gerecht werden und Informationen über ihre Wertschöpfungskette mit uns allen teilen. Beispielsweise soll der Produktpass, der bereits entwickelt wird, all diese Informationen beinhalten. Dazu fordern wir, dass Informationen wie Treibhausgase oder die Reparierfähigkeit von Produkten dort drin enthalten ist. Ja, hallo, ich bin Simone vom DNR. Ich mache das hier eigentlich auch nie, deswegen habe ich diesen Zettel und wirke etwas unbeholfen wahrscheinlich. Ich habe, glaube ich, 3 Forderungen. Genau, die erste Forderung lautet, umweltschädliche Geschäftspraktiken stoppen. Wir fordern, ich muss das wirklich ablesen, wir fordern, dass Plattformen und Anbieter digitaler Dienstleistungen sich dazu verpflichten, immer auch ihre Umweltauswirkungen zu bewerten und auch mitzukommunizieren, sowie gezielt die umweltverträglicheren Maßnahmen am Ende voranzustellen. Wir sagen, ich weiß nicht, ob da jeder mitgehen kann, in Abwandlung des FDP-Wahlspruchs, Digital First, Bedenken Second, Umweltperformance First, technologischer Benefit Second. Gut. Genau, die zweite Forderung geht
zum Thema Stärkung von Reparatur. Ich weiß nicht, ob es dazu ein Meme oder so gibt. Nee? Okay, genau. Stärkung der Reparatur ist ein wesentliches Element der Ressourcenschonung. Ich habe mir dazu überlegt, dass ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der Reparatur schon gar nicht mehr normaler Bestandteil unseres Alltagslebens und unseres Wirtschaftens ist. Ich glaube, wir vergessen tatsächlich immer mehr Dinge zu reparieren. Also soweit ist es schon gekommen. Ich habe zwei Kinder, ich sehe das, als wir alles wegschmeißen. Und daher fordern wir auf einer politischen Ebene, dass es Maßnahmen und Policies gibt, damit Reparatur wieder der Standard in unserem Alltag und in unserem wirtschaftlichen Handeln wird. Ich habe tatsächlich noch eine Forderung, die passt sehr gut zum DNR. Da geht es zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Das ist ein Brett auf jeden Fall. Meine liebe Kollegin hat sich dazu am Freitag noch mit einem Landwirt auf Mähdrescher unterhalten, weil ich hier auch irgendwas wiedergeben möchte, was Landwirtinnen einfach betrifft. Und wie Sie das sehen, Digitalisierung in der Landwirtschaft, ein konkretes, großes Problem besteht gerade für Klein. Ich habe drei Forderungen. Für kleinere Betriebe in der Datenhoheit bei GPS-Datensystemen, da diese an die Abhängigkeit von großen Konzernen gebunden ist. Es gibt Open-Source-Systeme für GPS-Datensysteme, die sind schwierig anzuwenden. Deswegen brauchen wir niedrigschwelligere Angebote für Landwirtinnen und Landwirte, damit sie das auch umsetzen können. Danke. Hi, ich bin Johanna von Germanwatch. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man eine neue Website aufmacht, dann kommt manchmal einfach ganz komisch aus dem Off plötzlich eine Stimme, die einem erzählt, irgendwas von neuem Auto im Markt oder so. Und du bist dann so, okay, wo ist dieses Fenster? Wie finde ich dieses Fenster, um es dann irgendwie zu schließen? Na? Das ist zum einen super nervig, dieses automatisierte Abspielen von Werbevideos. Zum zweiten super unnötig und auch nicht cool fürs Klima. Warum? Weil natürlich das automatisierte Abspielen von Videos auch wieder Daten überträgt und die wiederum, dass dieser ganze Prozess braucht wieder Energie. Deshalb fordern wir vom Bits und Bäume Trägerkreis die Reduktion des Wachstums der Datenströme, indem zum Beispiel solche Dinge wie Autoplay-Funktionen verboten werden oder zumindest in einem ersten Schritt erstmal standardmäßig ausgeschalten werden. Danke. Eine der zentralen Stellschrauben zugunsten einer nachhaltigeren digitalen Gesellschaft ist die Langlebigkeit unserer Hardware. Hardware zu produzieren kostet zigfach Energie, wie meistens als ihre gesamte Lebenszeit. Deswegen jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag, den wir die Hardware länger benutzen, ist zugleich Schonung von Rohstoffen. Immer häufiger diktiert allerdings Software, wie lange wir diese Hardware benutzen können, weil zum Beispiel keine Updates mehr kommen oder weil Software uns Möglichkeiten versperrt, die Hardware zu unseren Zwecken zu benutzen oder zu reparieren und in unserer Kontrolle zu haben. Und deswegen fordern wir eine gesetzliche Geräteneutralität. Wir möchten selber uns aussuchen, welches Betriebssystem wir installieren. Wir möchten selber aussuchen, welche Online-Dienste wir mit unseren Geräten vernetzen wollen und können. Wir fordern dies auch als Grundlage eines wirklichen Rechtes auf Reparatur, weil dort Software nicht im Weg stehen darf. Und die Veröffentlichung der Treiber und Tools aller Geräte. Das für eine nachhaltigere Gesellschaft und für die Schonung unserer Ressourcen. Ja, hallo, ich bin Sven von Brot für die Welt. Die zentrale Frage, die wir uns stellen, ist, was getan werden muss, damit die Menschen im globalen Süden ihre Chance auf wirtschaftliche Teilhabe sich verbessert. Wenn wir weiterhin die Digitalisierung dem sogenannten Spiel der freien Märkte überlassen, dann werden sich die Fehlentwicklungen der letzten 20 Jahre fortsetzen. Die Fehlentwicklungen, die dazu geführt haben,
dass der globale Süden heute vor allen Dingen unter einem Datenkolonialismus leidet. Über 70% der Marktanteile der Plattformökonomie fallen lediglich auf 7 Konzerne aus den USA und China. 191 Staaten müssen sich hingegen mit mickrigen 10% zufrieden geben. Damit diese Polarisierung zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich nicht weiter zunimmt, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Länder im globalen Süden befähigt werden, eine Digitalwirtschaft aufzubauen, die ihren lokalen Anforderungen entspricht. Die gegenwärtigen Anstrengungen in Indien, in Nigeria und in Südafrika könnten allerdings bald im Keim erstickt werden. Ihre Anstrengungen, die Datenmonopole der Digitalkonzerne zu brechen. Der Gegenwind kommt aus einem Bereich, den nur wenige Leute im Blick haben. Der Gegenwind kommt aus der Handelspolitik. Fernab der Öffentlichkeit verhandelt die WTO, angeführt von den USA, der EU, China und Japan, über ein Abkommen zum digitalen Handel. Was zunächst wie eine harmlose Standardisierung des Onlinehandels klingt, ist in Wahrheit der Versuch, die Handlungsspielräume von Regierungen zum Aufbau digitaler Souveränität aufzubauen. Es geht dabei unter anderem darum, dass lokale Datenspeicherung verboten werden soll. Die Daten sollen weiterhin ausschließlich auf den Servern vom Silicon Valley landen. Unsere Partner in Afrika, Asien, Lateinamerika sagen ganz deutlich, Daten sind keine beliebige Ware. Sie haben nichts in Handelsabkommen zu tun. Deswegen fordern wir hier keine Fortsetzung der WTO-Verhandlungen, sondern stattdessen einen Aufbau einer digitalen globalen Wirtschaftsordnung. Hallihallo, mein Name ist Rainer Reag vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir fordern alle gemeinsam, was ich ganz großartig finde, dass Geschäftsmodelle oder staatliches Handeln, was auf detailliertem Tracking, Profilbildung oder anderweitig komplexen Verhaltensanalysen aufbauen, verboten und unterbunden werden sollten. Darunter fallen etwa Microtargeting, psychometrische Analysen, Geo-, Maus- oder Eye-Tracking. Denn die durch solche Praktiken entstehende Informations- und Datenmacht ist mit einem demokratisch nachhaltigen Gesellschaftsverständnis nicht vereinbar. Außerdem wollen wir das Wettbewerbs- und Kartellrecht reformiert sehen, damit sich keine digitalen Monopole bilden oder die, die es gibt, aufgelöst werden. Die Wahrung von Mitbestimmungs- und Grundrechten bei automatisierten Entscheidungssystemen ist zu gewährleisten, indem die Grundlagen, also Daten und Algorithmen, unabhängig geprüft werden. Wir wollen, dass das Datenschutz-Grundverordnungsvollzugsdefizit endlich behoben wird, indem detailliertes Profiling, Tracking und so weiter konsequent unterbunden wird, was heutzutage schon rechtlich möglich wäre. Außerdem transatlantische Datenschutzregeln beschlossen oder konsequent abgebrochen werden. Und außerdem wollen wir die Fairness-Prinzipien gemäß Artikel 5 DSGVO, da steht nämlich schon viel dazu drin, endlich angemessen durchgesetzt werden. Und zu guter Letzt sagen wir, dass digitale Technologien und ihre Nutzung stets daran ausgerichtet werden, langfristig Friedensbestrebungen zu unterstützen, global. Diesbezügliche Geh- und Verbote müssen zwingend international geregelt werden. Und außerdem sagen wir, jedem Krieg gehen viele politische Fehlentscheidungen voraus. Frieden ist ein langfristiges Projekt. Ich bin Friederike vom IWW. Wir haben ja auf der Konferenz viel darüber gesprochen, wie wir demokratische Kontrolle und Gestaltungsmacht über den digitalen Raum, der so, so viele Bereiche unseres Lebens durchzieht, zurückgewinnen können. Und das hängt auch sehr viel damit zusammen, wie wir eigentlich wirtschaften. Und deswegen fordern wir, dass partizipative und kollaborative Organisationsformen und kooperative Formen des Wirtschaftens gefördert werden. Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, dass es möglich ist, rechtssicher, digital eine Genossenschaft oder einen Verein zu gründen und dass bürokratische Hürden für dieses Engagement in solchen kollaborativen und kooperativen Organisationsformen gefördert wird.
bürokratische Hürden sollen natürlich abgebaut werden. Wir haben auf der Konferenz auch viel über Machtasymmetrien gesprochen und wie wir eigentlich die Zivilgesellschaft bei digitalpolitischen Prozessen beteiligen können. Wir haben gemerkt, dass bei der Digitalstrategie der Bundesregierung es einen sehr, sehr großen Mangel an zivilgesellschaftlicher Beteiligung gab. Und wir sehen aber ja auf der Bits und Bäume-Konferenz, wie viel Expertise es in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft, in der gemeinwohlorientierten Wirtschaft tatsächlich gibt. Deswegen fordern wir, dass Zivilgesellschaft und auch Wissenschaft bei politischen Prozessen und bei der Technikfolgenabschätzung beteiligt werden. Und das bedeutet, dass dafür auch Ressourcen bereitgestellt werden und dass diese Akteure tatsächlich auch in einer institutionalisierten Form beteiligt werden müssen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass der digitale Wandel auch zu einem sozial-ökologischen Wandel wird. Ich bin Claudia von der Open Knowledge Foundation. Ich habe genau eine Zusammenfassung mitgebracht von dem Thema, was alles heute durchzieht. Wir wollen, dass Entscheidungen, die Digitalität und Nachhaltigkeit betreffen, gemeinwohlorientiert getroffen werden. Dazu zählt für uns unter anderem, dass öffentliche Daten und Informationen auch als Gemeingüter überhaupt verstanden werden und deswegen auch kostenfrei zugänglich sind, dauerhaft zur Verfügung stehen, offen zur Verfügung stehen und man sich nicht durch komplizierte und teure Antragsverfahren, dass man die durchstehen muss. Da geht es uns zum einen darum, dass wir an diesen Daten, die wir natürlich alle täglich selber produzieren auch, dass wir daran teilhaben können und dass wir diese Daten auch kontrollieren können und damit auch wieder Macht an uns zurückfließt. Ja, das Deutsche Internetinstitut ist benannt nach Josef Weizenbaum, ein Informatiker und Gesellschaftskritiker, der schon seit 50 Jahren eigentlich davor warnt, was wir jetzt eigentlich sehen, dass die größte Gefahr nicht ist, dass die Computer immer menschenähnlicher werden, sondern dass Menschen immer computerähnlicher werden. Wenn wir hinblicken, was ClickworkerInnen als Geisterarmee der sogenannten künstlichen Intelligenz sehen und leisten und labeln müssen, unter welchen Arbeitsbedingungen, die wir eigentlich schon als abgeschafft geglaubt haben, wieder eine Renaissance erleben, dann erleben wir, was es ist, dass der Computer auch eine Denkweise mitbringt, die Arbeitsstandards unterhöhlt, die wir eigentlich schon gefunden haben, Gewerkschaftsbildung vielleicht ein Stück weit unmöglich macht. Deswegen ist eine der zentralen Forderungen, dass der Computer und die damit verbundene Denkweise, Geschäftspraktiken, Geschäftsmodelle nicht Arbeitsstandards unterwandern, unterhöhlen dürfen. Auf der einen Seite. Auf der zweiten Seite die digitale Inklusion zu ermöglichen, die demokratische Teilhabe. Und ja, das heißt auch in so unspannenden Feldern wie im E-Government, in der Digitalisierung. Wir brauchen eine digitale Infrastruktur, die genau das ermöglichen muss, damit wir das nicht nur mit einer bestimmten Pro-Plus-Mitgliedschaft in unserem Abo haben, sondern tatsächlich als Grundversorgung 2.0. Mein Name ist Stefan und ich bin davon überzeugt, eine Welt der Bits ohne die Bäume ist möglich, aber sinnlos. Ich bin Mascha vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und weiß auch nicht, was ich da jetzt noch hinzufügen soll. Das hast du sehr schön gesagt. Aber mir fällt doch was ein. Wir fordern auch, dass Technik nach feministischen Prinzipien gestaltet wird. Technik ist niemals neutral. Technik ist niemals neutral und sie ist auch nie einfach so da. Sie wird geschaffen von Menschen, die in der Welt, in der wir leben, mit all ihren Ungerechtigkeiten. Und dadurch werden diese Ungerechtigkeiten in der digitalen Technik auch reproduziert. Das Ziel von jeder Technologie sollte jedoch sein, die vorhandenen Diskriminierungsstrukturen abzubauen. Daher müssen benachteiligte Gruppen, insbesondere Frauen, queere Personen und Personen, die von Rassismus und Ableism betroffen sind, aktiv an der Technikgestaltung beteiligt werden. Das ist eine wichtige Forderung für uns.
Wir fordern außerdem, dass Kommunikationsplattformen Hass und Gewalt gegen marginalisierten Gruppen aktiv entgegengetreten wird. Das sollte rechtlich verbindlich reguliert werden. Außerdem fordern wir digitale Mündigkeit. Alle Menschen sollen an der Digitalisierung teilhaben können, so sie das wollen. Diese digitale Mündigkeit sollte staatlich gefördert werden. Es geht uns dabei aber nicht darum, bestimmte Softwareanwendungen zu trainieren, wie das vielleicht in manchen Schulen heutzutage passiert, sondern unter anderem auch gesellschaftliche Auswirkungen von Technologie kritisch hinterfragen zu können. Kreative Freiräume innerhalb der Technikentwicklung sollten außerdem geschaffen und gefördert werden. Danke. Hi, ich bin Rike vom BUND und vielleicht anschließend an dich, Stefan. Wir sind ein Umweltverband, der eine sozial-ökologische Transformation fordert, so wie, ich glaube, die meisten Organisationen in diesem Kreis. Und das heißt zum einen ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen, aber vor allen Dingen auch ein gutes Leben innerhalb der planetaren Grenzen. Und dazu gehört auch ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft. Und deswegen fordern wir, dass NutzerInnen im Digitalbereich konsequent geschützt werden müssen. Digitales Wissen muss frei und fair zugänglich sein. Deswegen brauchen wir eine Reform des Patentrechts. Große Konzerne dürfen nicht über das meiste Wissen verfügen oder es nutzen, sondern es muss frei sein. Wir brauchen ein neues Urheberrecht, das freie Software und Medien, Copyleft und digitale Gemeingüter fördert. Wir brauchen ein Verbot von Patentierung von Software und Lebewesen. Das ist insbesondere wichtig für Gesellschaften im globalen Süden, wenn es zum Beispiel um die Patentierung von Saatgut geht. Wir müssen weg von einem Schutz personenbezogener Daten hin zu einem Schutz von Menschen bei Datenverarbeitungsprozessen. Die Vorratsdatenspeicherung muss abgeschafft werden. Wir fordern ein Recht auf Anonymität. Authentizität darf nicht zulasten von Anonymität gehen. Wer anonyme Kommunikationsmöglichkeiten betreibt, zum Beispiel Tor über Tor oder VPN, darf keine Repressionen erleben. Wir fordern ein Exportverbot für IT-Systeme, die Überwachung, Zensur oder Verfolgung ermöglichen. Es wird jetzt niemand überraschen. Mein Name ist Konstanz und ich stehe hier für den Chaos Computer Club und unsere Forderung, die schließt sich natürlich an die Fragen der IT-Sicherheit an. Für mich und ich glaube auch für viele, die sich mit Technik beschäftigen, ist die IT-Sicherheit die Basis dafür, dass wir zu einer digitalen neuen Gesellschaft kommen, die wir hier mannigfaltig gefordert haben in verschiedenen Themen. Entsprechend sind die Forderungen, die wir uns bei der IT-Sicherheit hier gemeinschaftlich aneignen wollen, die, dass wir das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen in die Praxis umgesetzt haben wollen. Das ist ein Grundrecht, mittlerweile über 10 Jahre alt, und ist letztlich in seinem Kern nicht umgesetzt worden. Und wir brauchen nicht nur die Umsetzung dieses Grundrechts, ich will es nochmal sagen, auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen, sondern wir brauchen natürlich die Umsetzung auch in einem nachhaltigen Weg. Die einige der Forderungen, die vorher kamen, natürlich sozusagen umschließt. Ich denke, ohne diese Basis werden wir immer auf tönernen Füßen stehen, wenn wir die Digitalisierung in all unsere Leben wachsen sehen, wenn nämlich die IT-Sicherheit dafür nicht gewährleistet ist oder absichtlich unterminiert wird. Entsprechend ist das, wie alle Forderungen, die wir gehört haben, eine politische Forderung. Und so sollte man sie, glaube ich, auch verstehen. Und ich möchte jeden dazu auffordern, die Forderungen, die wir hier alle genannt haben, sich nochmal im Ganzen anzusehen, denn sie sind nicht nur in der Plakativität, wie wir sie hier jetzt dargestellt haben, sondern auch im Ganzen die bessere Digitalstrategie gegenüber dem, was die Bundesregierung bisher vorgelegt hat.
Wow, das habt ihr schön gesagt und das war ein sehr schönes Schlusswort für diese Forderungsvorstellung. Wie ihr merkt, wir haben auf jeden Fall viel zu tun und wir haben 2018 diese Vernetzung der Bits und Bäume angefangen. Jetzt geht's weiter, wir müssen politischen Druck aufbauen und Constanze, du hast sehr gut gesagt, lest euch die Forderungen durch, lasst uns Demos organisieren und das auf einer strukturellen Ebene bringen und nicht auf der individuellen Ebene bleiben. Ja, danke euch. Ich lade euch erstmal ein, wieder von der Bühne zu gehen. Vielen Dank. Mir ist aufgefallen, ich habe vergessen am Anfang zu sagen, wie dieser Abend eigentlich ablaufen wird. Es werden euch jetzt noch zwei Kurzimpulse erwarten und dann machen wir noch eine Abschiedsrunde, bevor wir dann in den Abend weitergehen. Und jetzt möchte ich einmal Olaf Band vom BUND auf die Bühne bitten. Wir müssen ja auch wissen, warum wir das Ganze jetzt auch umsetzen. Und es ist genau ein Motivationstalk von Olaf Band. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Also zuerst einmal fühle ich mich total motiviert von diesen drei Tagen Bits und Bäume Konferenz, von diesem im Netz der sozialen Bewegung, von diesem ganz besonderen Ort, der ja sich jetzt 4 Jahre Zeit gelassen hatte, wieder zu erscheinen, aufzutauchen in gestärkter Verfassung. Und ich glaube, das merken wir auch heute Abend, was da so angekommen ist und was wir zusammen bewerkstelligt haben, das passt in diese Zeit und ist dringender als dringend nötig. Die Berichte zeigen, dass zwischen zwei starken Bewegungen, die eigentlich sehr unterschiedliche Ziele haben und von denen man eigentlich so denkt, was haben die so ganz miteinander zu tun, die auch so, ich glaube, so ihre kulturellen Brüche haben, in dem wie technikaffin und wie naturaffin man so ist, dass da sozusagen gefunken Ideen, ja, Bäume und Pflanzen und Blüten für die Zukunft entstanden sind. Das inspiriert mich jetzt nach dieser Konferenz tatsächlich an der Umsetzung, an der politischen und gesellschaftlichen Wirksamkeit, auch mit uns als BUND, mit fast 700.000 Mitgliedern, Aktiven und Spendern weiterzuarbeiten und das mit euch zusammen auf der Straße, in der Politik, in den Medien, an euren Orten gemeinsam zu machen. Und dafür fände ich jetzt schon mal einen motivierenden Applaus ganz, ganz wichtig. Weil dieses Engagement, dieses Machen und Tun, das ist jetzt immer wichtiger. Die letzten 3 Jahre Pandemie und Krieg haben unsere Welt doch ziemlich verändert. Unsere als Umwelt- und Naturschützer und Klimaschützer und wahrscheinlich die von euch allen auch. Wir haben eine Eskalation von Hitze, Dürren und Umweltkatastrophen erlebt, vom Ahrtal 2021 bis Pakistan 2022 nur als plakatives Schlaglicht. Haben gleichzeitig erlebt, wie unsere Abhängigkeiten von atomaren und fossilen Energien, wie deutlich das geworden ist, das war allen uns nicht klar. Und wir erleben im Moment gerade einen Comeback-Versuch dieser atomaren und fossilen Abhängigkeiten, was brandgefährlich ist für den Klimaschutz, aber auch für die Machtkonstellationen auf dieser Welt. Und in diesen 3 Jahren Pandemie und Krieg haben die politische Macht und der Reichtum multinationaler Konzerne sowohl aus dem fossilen Bereich, die Exxons und Shells dieser Welt gehörten schon immer zu den Mächtigen und haben den internationalen Klimaschutz seit 1992, also jetzt seit 30 Jahren auf internationalen Klimaschutzkonferenzen immer nur blockiert und bei euch genauso, bei den Digis, diese Konzerne nehmen immer mehr Macht auf sich und wir brauchen eine Gegenmacht aus der Zivilgesellschaft heraus, die hier und heute und in diesen Tagen am Entstehen ist. Ja, und diese gesellschaftliche Situation von Krieg und Frieden und verteuerten Energiepreisen, Nahrungsmittelpreisen hat ihre ganz konkreten Folgen. Wir stehen für diesen Herbst
vor der Herausforderung tiefer sozialer Brüche in unseren Gesellschaften mit Energieknappheit, steigenden Preisen und verbunden damit der Gefahr auch massive Brüche in unserer Gesellschaft. Und deswegen möchte ich hier sozusagen schon anfangen, machen und tun und nochmal aufrufen zu unserer Demonstration am 22.10. für solidarisch durch die Krise und für ein Fortsetzen der Energiewende, wo ich mich freuen würde. Der BUND ist Mitaufrufer zusammen mit Gewerkschaften und Sozialverbänden mit Campact, ja, wo ich mich freuen würde, dass dieser Zusammenschluss, dieses einmalige Moment aus Bits und Bäumen tatsächlich dort auch irgendwie eine Sichtbarkeit hätte, weil das gehört da mitten rein am 22.10. Und diesen Machtzuwachs und dieses Comeback der fossilen atomaren Energien dürfen wir nicht zulassen. Denn dieser Kongress hat gezeigt, und das fand ich nochmal sehr deutlich, und das ist auch nicht jedem bei uns in der Umweltbewegung und im BUND so klar, mit unseren Daten, mit unseren Abhängigkeiten von Endgeräten, unseren Grundbedürfnissen nach Energie, Wärme, Mobilität und Nahrung, geraten wir in immer stärkere Abhängigkeit von Konzernen und internationalen Machtstrukturen, die nicht gut sind für unsere Gesellschaft. Es sind Abhängigkeiten von einer Wirtschaft, die immer mehr Daten von uns will und damit lenken will, die immer mehr Rohstoffe und Energie fördern will, koste es, was es wolle. Und das trotz aller grünen Sprüche, die daran aufgehängt werden. Die Cloud, die für Menschen so eine angenehme Möglichkeit und Chance bietet, in die Digitalisierung einzutauchen, ist eine Cloud, eine für viele Menschen eine Hölle auf Erden, die geschaffen ist aus fossilen Energien, aus Öl, Gas, Gold, Kobalt, Lithiumabbau, was nichts hat mit diesem verheißungsvollen Konzept von grüner Cloud. Ja, und so hoffe ich, dass wir von diesem Kongress auch ein Signal ausgeben können, dass wir diesen verheerenden Weg der Digitalisierung und der Abkehr von Klima- und Nachhaltigkeitszielen, dass wir diesen gemeinsam stoppen können. Und dafür war dieser Bits und Bäume-Kongress ganz wichtig. Und ich freue mich auf unsere Arbeit, wie es weitergehen kann. Wir lassen uns nicht bange machen. Wir haben begonnen, gemeinsame Antworten zu finden und gemeinsame Bewegungen aufzubauen. Das war ein wundervoller Kraftakt von euch im Trägerkreis, im Organisationsteam, mit 13 Organisationen über 2 Jahre diesen Kongress zu entwickeln und das bis hier und heute aufzubauen und das zum Gelingen zu bringen. Und auch so einen Vorsitzenden noch einen Augenblick zu entschuldigen. Ich komme zum Schluss und ich hoffe mir in dem Sinne, dass wir jetzt an diesen Lösungen gemeinsam arbeiten können. Lasst uns nicht bei diesem Kongress bleiben, sondern gucken, wie kriegen wir uns gemeinsam gestärkt ins Tun gebracht, dass wir das, was wir hier gerade schön auch gut aufgeführt haben, an Forderungskatalog, was ein einmaliges Konzept ist von Digibewegung und Umweltbewegung, dass wir das in die Praxis und in die Politik umsetzen können. Ganz herzlichen Dank. Wir wissen, was zu tun ist, und was wir noch nicht wissen, werden wir auch noch rauskriegen. Und in diesem Sinn ganz nun dein Beitrag, Konstanze, in dem, was jetzt, wie es mit euch weitergeht. Danke. Also ich möchte 3 Gedanken anbringen, die mir so am letzten Tag der Konferenz wichtig erscheinen. Das eine ist, wir haben den Namen Bits und Bäume. Und ich erinnere mich noch gut vor 4 Jahren, wie der Name entstanden ist, ja, wie das ganze Konzept entstanden ist aus einem Brainstorming und irgendwie in einem gemeinschaftlichen, damals noch in vorpandemischen Zeiten sitzen an einem Tisch und irgendwie überlegen nach Namen. Aber der Name hat eine gewisse Folge gehabt, ist mir dieses Jahr so aufgefallen, weil eigentlich waren wir immer eine Trias. Wir wollten nämlich nicht nur über Nachhaltigkeit und Umwelt reden und über die Technik dazu, sondern eigentlich war die Trias auch noch die Globalisierung dazu. Und ich fand schön, dass in den Forderungen sozusagen sich das aber dennoch abbildet. Wir müssen, glaube ich, aber ein bisschen dafür kämpfen, dass diese Trias nicht verloren geht, ja, zwischen den Techies und der Umweltbewegung. Es war mir wichtig, dass im Programm,
diesmal, das finde ich, gut wiedergespiegelt ist, dass es auch immer um die Globalisierungsfragen und um Kolonialismus geht. Das ist ein Gedanke, den ich betonen wollte, weil da finde ich, weil es sich lohnt, von dem Programm auch diese Aspekte nochmal anzusehen. Und dazu möchte ich als Zweites auffordern. Ein Großteil des Programmes ist aufgezeichnet worden. Und ich glaube, dieser Wissenstransfer, den wir von Anfang an mit der ganzen Planung und der Idee, die Tillmann sozusagen mal hatte, raustragen wollten, war ja, dass wir uns gegenseitig informieren. Es ging ja nicht nur mit Vernetzen und Austauschen, sondern ich hatte immer noch sehr viel von einem guten Argument, das man mit sachlichen Begründungen hinterlegen kann. Und ich finde, da haben wir hier eine ganze Menge geleistet. Das Programm ist einfach so vielfältig und liefert, finde ich, viel neue Argumente, die man einsetzen kann. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Was ist denn eigentlich so anders dieses Mal bei Bits und Bäume? Und für mich ist es natürlich das Ende der Merkel-Ära. Ja, wir haben jetzt eine neue Regierung und ein Großteil dieser Ampelregierung besteht aus Leuten aus unserem, ich würde mal weiteren Kontext. Ja. Man schaut sich einfach an, sie waren ja auf den Bühnen hier oft vertreten. Das heißt aber auch, dass wir die Forderungen, die wir formuliert haben, auch genau dort anbringen müssen. Denn ohne diesen Druck wird es von selber nicht passieren, denn wir haben hier in sehr vielen von den Vorträgen gelernt, wo der Gegendruck herkommt und wie massiv der auch ist. Und generell sind Beharrungskräfte ja erstaunlich konsistent. Insofern glaube ich, dass gerade jetzt, nachdem wir eine neue Ampelregierung haben und sozusagen ein Teil der Umweltregierung jetzt an den Hebeln der Macht sitzt, wir auch genau diese Forderungen, die wir haben und die ja auch ziemlich, oder die relativ detailliert im Gegensatz zu den Forderungen von vier Jahren sind, dass wir die auch genau da anbringen müssen. Eine letzte Sache, die ich dazu noch anmerken will, ist, mich hat sehr gefreut, dass die Workshops, ich bin mehrfach sozusagen oben in den Etagen hin und her gelaufen und habe auch selber Workshops angeboten, dass die fast alle super voll waren. Also dieses Bedürfnis, auch wirklich mitzumachen, zu arbeiten, war sehr, also wäre zumindest aus meinem Gefühl sehr verbreitet hier. Und ich finde, das sollten wir halt mitnehmen für die nächsten vier Jahre. Meine Hoffnung ist, dass wir auch noch mal eine dritte Bits und Bäume hinkriegen. Und wenn's wartet. Da kommt noch ein Pferdefuß. Denn für diese dritte Bits und Bäume will ich unbedingt mal die Reflexion darüber, was von unseren Forderungen eigentlich erreicht worden ist. Denn jetzt ist die Ampel an der Macht und da hätte ich aber auch schon mal gerne ein paar von den Forderungen umgesetzt, die ich gerne in vier Jahren hier präsentiert haben wollen würde, von den jetzt Regierenden. Denn das ist ja sozusagen hier nicht eine Selbstbeschäftigung, sondern es ist ja nötig, dass wir diese Änderungen einleiten und das würde ich mir wünschen. Okay, ich merke mir den Satz, wenn ich in vier Jahren dann wieder hier bin, Konstanze, dann frage ich dich. Ne? Also gar kein Druck, in vier Jahren sind dann alle Forderungen umgesetzt, sind ja nicht viele. damit sind wir eigentlich auch schon quasi am Ende. Ich will gleich noch ein paar Ankündigungen machen. Und zwar, es gibt auch noch von unserer Seite eine Befragung, die wir machen wollen, wo ihr herzlich eingeladen seid, teilzunehmen. Wir wollen gerne wissen, wer ist eigentlich Teil der Community? Was ist eure Motivation? Warum seid ihr hier? Aber auch, was habt ihr mitgenommen? Und natürlich freuen wir uns total über Feedback, was wir dann fürs nächste Mal in vier Jahren anders machen können. Da fällt jedem bestimmt einiges auch ein. Und an der Stelle möchte ich noch mal das KB auf die Bühne bitten, beziehungsweise Lea, du möchtest noch eine Ansage machen für, wie es dann weitergeht heute Abend. Das Mikro, das ist hier. Ah ja, okay, sorry.
Genau, nachdem wir jetzt 2,5 Tage lang sogar ganz viel inhaltlich spannende Workshops, Vorträge und so weiter gehört haben und auch gerade nochmal eine schöne Zusammenfassung von allem, was wir hier genau mit diesem Wochenende erreichen wollten, kommt jetzt noch ein anderer Teil des Wochenendes, und zwar ja, indem wir ein bisschen genau uns auf andere Art als in Workshops begegnen können. Genau, deswegen haben wir eine Party noch organisiert für euch. Nämlich die Bass, Bits, Beats und Bäume. Und genau, das geht gleich los mit einer Drag-Show von Jackie O. Winehouse. Genau, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, dann noch zu bleiben für. Und danach, genau, haben wir ein paar DJs gebucht. Und genau, ich weiß nicht, ob ihr euch die 2 sehr großen Anlagen aufgefallen sind, die da seit ein paar Tagen schon rumstehen. Also genau, wenn ihr die jetzt nochmal mehr im Einsatz hören wollt, wir haben ja gestern schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Genau, die gestern schon da waren, wissen ja sozusagen, dass das, genau, also ihr sozusagen könnt jetzt praktisch, wenn ihr gestern noch nicht dabei wart, nochmal in den Geschmack davon kommen. Und genau, ich weiß nicht, ob meine Kollegen hier noch was mit sagen wollen. Und wenn das alles nicht reicht, es gibt grüne Zuckerwatte im Logo-Style. Genau. Und ihr könnt auch gleich mal hier stehen bleiben, weil bevor wir jetzt mit der Drag-Show starten, wollen wir uns noch mal ein bisschen bei euch allen bedanken und geben dafür noch mal kurz das Mikro ab. Ja, ich habe mir eben ein Wortspiel überlegt. Ich hoffe, es funktioniert. Es wird ja häufig gesagt in der kritischen Digitalisierungsbewertung, Digitalisierung ist keine Naturgewalt und keine Magie. Aber was auf jeden Fall fast eine Naturgewalt und magisch ist, ist unser Konferenzbüro. Okay. Es ist gar nicht so einfach, sich bei allen Menschen zu bedanken. Deswegen mussten wir uns auf die beschränken, die uns wirklich in so einem besonderen Maße unterstützt haben, die, glaube ich, alle nicht besonders viel geschlafen haben und sehr, sehr viel Mate getrunken haben. Nicht nur die letzten 3 Tage, sondern die letzte Woche. Ich würde auch gerne noch ein paar mehr Menschen auf die Bühne bitten. Jasmin, Lena, Lea, Ben sind schon hier. Hanna, ist Hanna da? Paul ist auch schon hier. Carsten aus der Bits und Bäume Community. Carsten, bist du da? Rebecca. Anne? Anne? Ja, da ist sie. Victor? Ole? Und Lev. Und Lev? Wo ist Lev? Ist er in der Garderobe? Ah! Ole, danke schön. So, und jetzt hat das nicht so gut geklappt, deswegen müsst ihr jetzt noch einmal klatschen für die Menschen, die ich am Anfang zusammengefasst habe. Nämlich einmal für Jasmin.
für Lea. Und natürlich für Ben, der legt. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Menschen, die hier geholfen haben und die nicht alle auf die Bühne passen, weil sie teilweise sogar noch arbeiten. Gerade wie, also nicht wahr? Und zwar einerseits, es sind da zu benennen natürlich die Vortragenden und die Workshopgebenden und die Leute im Forum und die sich kulturmäßig für uns ins Zeug gelegt haben, dass wir tanzen, denken und lachen konnten. Außerdem auch ein riesen Dank. Community klingt immer so ein bisschen neblig, aber die manifestiert sich dann in einem weniger nebligen Begriff, nämlich die Engel, die uns die ganze Zeit unterstützt haben und hierher gekommen sind und nebenbei, dass sie die Konferenz genossen haben, einfach auch wirklich mitgeholfen haben und ohne die wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Danke an die Engel. Genau, ihr wisst, wer gemeint ist. Team Geil, Food for Action für das leckere, nahrhafte, schöne und auch inspirierende Essen, immer wenn es gerade notwendig war. Außerdem wollen wir uns auch bedanken bei den Zauberleuten vom Vox Streaming. Wenn ihr auf die Webseite guckt, mittlerweile haben wir, glaube ich, 80 Talks schon direkt als Aufzeichnung und der Rest kommt auch noch, also ganz großartig. Gut, dann noch die Feuerwehr- und Schlafplatzorga für den Café. Dann haben wir, ich wollte es extra nochmal nennen, Benzi für unser Matrix-Konferenz-Organisationswerkzeug, mit dem wir quasi versucht haben oder es geschafft haben, den Anspruch, den wir hier mal theoretisch formulieren, eben auch umzusetzen und sozusagen in unserer technischen Struktur auch abzubilden, das, was wir hier proklamieren. Und ganz zum Schluss noch einen herzlichen Dank an die alte Hölle für die zauberhafte Bar. Und zum Abschluss bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, in dem Fahrplan Schedule auch Talks zu kommentieren. Also lasst die Vortragenden, bei denen ihr wart oder Workshops wissen, was euch inspiriert hat, was euch weitergebracht hat, was euch vielleicht noch gefehlt habt, hat oder dass ihr einfach fandet, dass es eine schöne Atmosphäre war. Ist immer ganz wichtig, Resonanz und Rückmeldungen, das ist natürlich immer sehr komplex, aber auch da kann die Technik helfen, wenn sie schlau gebaut ist. Also nutzt die Möglichkeit, wird alle erfreuen, danach nochmal zu lesen, dass da tatsächlich Dinge passiert sind und Sachen vernetzt sind. Und ja, dann würde ich sagen, genau. Was? Steff fürs Licht, genau, unten mit Diaprojektion und künstlerischen Wänden, das alles in sich verfließt, während wir tanzen. Genau, Steff, danke. Dann würde ich jetzt schließen mit einer, mit einem Zitat von einer vorgriechischen Philosophin, jetzt Party.